Mädels, wow, heute ist Fastnachtssonntag, einer der besten Tage mehr. Wieso? Na, da liegen doch die Fastnachtstage noch direkt vor einem. Von heute Abend an 3 Tage lang Partytime. Ach, und da darfst du als Konfirmandin schon hingehen? Na klar, wieso denn auch nicht? Nun, meine Mutter ist da strikt dagegen. Sie meint gerade jetzt, wo ich doch Konfirmandin bin, müsste ich mich benehmen. Verstehe ich nicht. Was soll denn an so einer Fastnachtsparty so schlimm sein? Na, du bist gut. Weißt du nicht, dass manche Jugendliche bei solchen Feiern schon ganz schlimm abgestürzt sind? Gerade in der Fastnachtszeit läuft doch in Herbstein der Alkohol in Strömen. Da wird häufig nicht danach gefragt, ob man Alkohol erst an Jugendliche ab 16 Jahren ausschenken darf. Ja, wenn man so groß wie Jessica ist, da bekommst du ohne Probleme alles über den Tresen gereicht. Bier, Sekt, sogar Schnaps. Und wenn du nicht schon wie 16 aussiehst, dann kann man nicht so. Und so ein bisschen Alkohol zu trinken, das gehört doch einfach dazu, damit man in eine gute Stimmung kommt. Da wird man doch gleich lockerer. Wenn es ja bei dem bisschen Alkohol bleiben würde. Aber wenn du mit so ein paar Leuten zusammen bist und einer nach dem anderen gibt eine Runde, dann ist es verdammt schwer, auch mal Nein zu sagen und nicht mitzutrinken. Ja, du willst dann doch kein Außenseiter sein oder Zweiter oder sonst was bezeichnet werden. Damit ich erst gar nicht in so eine Situation komme, an deren Ende ich in meiner eigenen Kotze am Boden liege, deshalb will meine Mutter nicht, dass ich auf solche Fastnachtsveranstaltungen gehe. Zumal ich im Moment ja auch Konfirmandin bin. Ja und? Muss man sich denn als Konfirmandin wie ein Musterkind benehmen? Das wäre ja total langweilig. Und nächstes Jahr, nach der Konfirmation, da kannst du dann doch trinken, was du willst. Jugendschutzgesetz hin oder her. Das zählt bei uns im Vogelsberg noch nicht. Hier gilt die alte Regel, nach der Konfirmation ist Alkohol erlaubt. Na, das werden wir dann ja sehen. Aber sag mal, was ist denn mit dem Jonas da vorne los? Der springt ja rum wie ein Flummi. Eureka, Eureka! Heul was? Eureka, griechisch für ich habe gefunden. Ein üblicher Ausruf von Wissenschaftlern, wenn sie ein schwieriges Problem gelöst haben. Ach, und du hast ein schwieriges Problem gelöst? Ja, ich habe endlich meine Zeitmaschine fertiggestellt. Jetzt kann ich endlich in die Zeit gehen. Jesu zurückreisen. Und was willst du da denn? Ja, eigentlich ist das ja streng geheim, aber bei euch drei will ich ja eine Ausnahme machen. Ich bin schon seit Jahren Mitglied im Blauen Kreuz. Ich kenne nur das Rote Kreuz und die kümmern sich um Kranke und Verletzte, besonders bei Kriegshandlungen. Es ist kein Zufall, dass unser Verein so ähnlich heißt. Am 21.09.1877 wurde der erste Blaukreuzverein in Genf durch den Schweizer Pfarrer Louis Lucien Bouchard mit weiteren 27 Personen gegründet. Alle verpflichteten sich durch Unterschrift zur Alkoholenthaltsamkeit. Die Männer und Frauen der Gründergeneration verglichen sich in Anlehnung an das kurz zuvor gegründete Rote Kreuz mit Krankenträgern, die sich auf den Kampfplatz des Lebens begeben, um die Opfer der Trunksucht und des Wirtshauslebens zu retten. Also seid ihr so etwas wie das Rote Kreuz für Alkoholkranke? Genau, und weil wir dieses Jahr im Juni das 125-jährige Bestehen des Blauen Kreuzes in Deutschland feiern können, deshalb habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, für dieses Jubiläum eine Zeitmaschine zu erfinden. Wieso denn eine Zeitmaschine? Willst du auf der Gründungsversammlung des Blauen Kreuzes erscheinen und einen Vortrag darüber halten, was ihr in den letzten 125 Jahren schon alles an Guten vollbracht habt? Quatsch! Ich will noch weiter zurück in die Vergangenheit. Ich habe es schon gesagt, ich will zurück in die Zeit Jesu. Und was soll das bringen? Mensch, das soll nicht irgendetwas bringen. Ich will dem Jesus dazu bringen, dass er bei der Hochzeit zu Kana das Wasser nicht in Wein verwandelt. Und wieso soll er das nicht tun? Zu so einer Hochzeitsfeier gehören auch noch gute Getränke dazu. Ja, aber es müssen doch nicht unbedingt alkoholische Getränke sein. Versteht doch, wie vom Blauen Kreuz sind ein christlicher Verein, der die Meinung vertritt, dass alle Menschen sich jeglichen Alkohols enthalten sollten. Und jedes Mal, wenn du darüber mit einem bibelfesten Christen reden willst, dann kommt der mit dem Argument, dass Jesus doch selbst Wasser in Wein verwandelt habe. Damit soll jetzt Schluss sein. Am besten wäre es, wenn ich den Jesus dazu bewegen könnte, dass er sich sogar öffentlich gegen den Alkoholgenuss aussprechen würde. Das wäre so hilfreich für unsere Arbeit. Aber jetzt genug geredet. Ich will meine Maschine gleich ausprobieren. Wollt ihr mitkommen? Ich hätte genug Platz in der Kapsel. Also, wenn du vorhast, eine Hochzeitsfeier zu besuchen, dann bin ich da dabei. Mal sehen, wie die damals ihre Partys gefeiert haben. Mal sehen, was der Jesus jetzt wirklich zum Alkohol sagt. Vielleicht widerspricht er ja meiner Mutter. Na, besser als ein Nachmittag bei der Glotze, so eine Reise bestimmt. Ich bin dann auch dabei.